ihr Hübschen, wenn Frau sich die Haare färbt, sieht das hier so aus. Das ist, wartet mal. Das ist das hier. Ja, yeah, Leute, damit färbe ich mir jetzt die Haare. Ich habe wieder die Pampe schon fertig gemacht in meinem Eintopf. Ich habe das auch bei Instagram schon gepostet, weil es sieht ja auch ein bisschen aus wie Suppe. Ich habe vorher schwarzen Tee gekocht. Und jetzt hoffe ich mal wirklich, dass das auch schon gut abgekühlt ist. Dass ich mir den Kopf verbrenne. Ja, und ein bisschen Klümpchen sind da drin. Ich musste mal gucken, ob ich das gleich mit den Händen noch besser kriege. Und natürlich setze ich die Brille ab. Sonst geht das nicht so. Und hoffe ich, dass ich nur meine Haare treffe und sonst nichts anderes. Ich habe das Heiligabend auch schon gemacht. Ja. Und es war sehr interessant. Und ich färbe ja so selten meine Haare. Ups, so. Kann man das sehen, ne? Oh, ich lass mal den. Du Scheiße, ne? Entschuldigung. Es fühlt sich, auf jeden Fall ist es noch warm. Es ist noch nicht ganz kalt. Also so abgekühlt so. Das ist noch. Die Pampe ist sehr warm. Ich weiß nicht, ob das zu heiß ist, Leute. Oh Gott, bin ich jetzt viel zu nah. Ich gucke mich gerade selbst so an. Damit das alles so funktioniert, wie das so geht. Wie ich mir das vorstelle hier. Wow. Und ob ich die Mischung auch richtig gemacht habe, das ist eine andere Frage. Nicht so viel Wasser oder so. Oder einfach nur, weil ich das nicht richtig rühren konnte und ich so Klümpchen drin habe. Das kann ich ja so nicht sagen. Ich nehme jetzt auch wirklich diese Handschuhe und nicht andere Handschuhe. Aber ich könnte eigentlich auch andere Handschuhe nehmen. Weil nämlich diese Handschuhe hier mir gerade von den Händen fallen. Weil es so große Dinger sind. Naja, ich probiere das mal aus. Ich komme gleich wieder. Ich pack mir das jetzt auf die Haare. Ich glaube, das ist so flüssig. Ach du Schande, nee. Ich kann nachher das Badezimmer putzen. Machen wir eine Schlammpackung oben drauf. Cool. Ja, toll, Leute. Ich glaube, ich habe da viel zu viel Wasser drin. Ich gebe es zu. Aber ist egal. Ich mache das jetzt einfach. Man sieht es jetzt, glaube ich, nicht so, ne? Erstmal die eine Seite. Eigentlich könnte ich ja mit den Haaren, mit den langen Haaren da in den Topf reingehen. Fällt mir gerade so ein, so. Einfach die vorderen Haare in den Topf reinstecken. Es fühlt sich sehr interessant an. Das ist eine schöne Schlammpackung. Soll gesund sein. Ich mache mir eine neue Haarkur. So. Ich mache das jetzt auch nur einseitig, damit man den Unterschied später sehen kann. Oder soll ich doch lieber alles machen? Ich mache lieber alles. So. Und guck dann, wie das aussieht danach. Oh Gott. Fällt mir schon wieder alles vom Kopf. Jesus Maria. Jetzt habe ich mir was in die Augen fast geschmiert. Ach du Scheiße. Also ich bin nicht dafür geschaffen. Also als Friseurin kann ich nicht arbeiten, Leute. Ich kann mich ja nicht mal selber damit. Ja, wie auch immer, Leute. Ich mache jetzt auch mal die andere Hand. Auch die andere Seite muss ich auch machen, ne? Und das Ganze sieht aus hier. Ich hab Spaß, Leute. Ich mache mir eine Haarkur.
Dolores Mio. Und da soll man gleich die Packung, also das da gleich irgendwie drauf lassen. Und dann, also abwaschen werde ich das auf jeden Fall in der Badewanne. Aber erstmal muss das ja einwirken. Und vorher muss ich das ja irgendwie reinpacken hier. Also ihr wollt jetzt nicht sehen und wissen, wie mein Waschbecken aussieht. Aber vielleicht zeige ich das euch gleich, wenn ich hier irgendwie fertig bin. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so gut ist und so richtig, ob das jetzt auch den unteren Haaren da, ja, ob das da so einwirkt. Also ich sehe ja schon, dass ich ein bisschen viel hier habe an der Stirn und ich mir die wohl auch mitfärbe. Ja! Ein Schlammmonster ist da. Manometer nicht. Also wer noch mal Tipps hat für mich zum Haare färben und das nicht so schlammig aussieht, dann kann sich mal bei mir melden. Also ich habe auf jeden Fall recht Freude daran und ich konnte eigentlich jetzt zweimal die Haare damit färben, weil ich einfach zu viel Masse habe. Naja, ich habe wohl doch zu viel Wasser genommen. Das sieht echt schlimm aus. Guck mal im Spiegel. Ach du Scheiße. Oh, ich bin am Fluchen, Leute. Ay, Jesus Maria. Und alles nur, weil man ein bisschen rote Haare haben möchte. Oder besser gesagt, Wünsche erfüllt. Auch wenn man sich so liebt eigentlich. Mein Freund liebt mich eigentlich so, wie ich bin, aber er mag halt rote Haare an mir. Ich gebe es zu. Und seitdem ich ja auch bunt bin eigentlich, also da oben war ja dunkelbraun oder ist noch, was weiß ich, wird jetzt vielleicht rot. Und sonst hatte ich ja an den Spitzen rot. Und sonst hier in den Seiten werde ich ja schon grau. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir nicht die Haare abrasiere und so lache. Aber mein Schatz, ich habe mich also mit meinem Schatz hier halt aus so diskutiert, was ich mit meinen Haaren machen darf und was nicht. Also nicht abrasieren, sondern eher färben. Deswegen probiere ich das jetzt mal wieder aus hier. Und wer noch Farbe haben möchte, ich habe noch was im Topf. Ich teile gerne. Das zeige ich euch auch gleich mal. Ja, aber das ist eklig, Leute. Ich habe mir jetzt das ganze Zeug jetzt hier nicht nur in die Haare geschmiert, sondern guck mal meine Ohren an und so. Ich bin nicht dafür geeignet, mir selbst die Haare zu färben. Dann sehe ich aus wie ein Schwein und mein... Und guckt euch gleich mal, ich zeige euch das gleich mal, wie mein Waschbecken aussieht. Die Hälfte von dem Zeug ist eigentlich im Waschbecken. Und ich muss hier putzen und das wieder da reinpacken. Und glaubt, dass den Rest muss ich in die Tüte, in die Mülltüte packen. Weil nämlich, vielleicht soll ich das erst abputzen. Jetzt bin ich rot und nicht ganz. Auf jeden Fall ist das aber für mich, finde ich, ja, also egal, dann wasche ich nachher das mal hier. Gucken, ob ich das nochmal sauber kriege, das Tuch hier. Auf jeden Fall, wo ist denn die Packung hin? Die ich euch gezeigt habe, was ich da drin habe. Ach hier, guck mal, ich bin blind ohne Brille, Leute. Also, auf jeden Fall finde ich die trotz alledem besser als, ich habe ja früher auch sonst schon gefärbt. Also, ich meine, wenn man ja blond war, habe ich mir die also bleichen lassen. Und dieses Zeug ist für mich, finde ich, das, was ich jetzt hier in der Haare habe, irgendwie angenehmer als das andere Zeug. So diese Chemie, die man sich sonst ins Haar rein macht. Ich mache mir jetzt den Beutel hier drüber. Uah. Und muss mal sagen, ich habe da noch an den Ohren auch noch Farbe oder was auch immer. Also diese Schlammpackung. ja. Ich hoffe, dass dann die Ohren gleich nicht rot sind, sondern, weiß ich nicht,
Na, ist egal. Auf jeden Fall sieht es hier gut aus und das zeige ich euch einfach mal. Da unten kann man das sehen, ja, ne? Ach, sieht doch lecker aus. So. Und dann warte ich jetzt 2 Stunden. Ich zeige euch dann später das Ergebnis. Und, vielleicht könnt ihr euch so vielleicht, nee, beim Abwaschen werde ich nicht filmen, sonst habe ich nachher alles unter Wasser. Es reicht ja schon, wenn es so aussieht. Und dann muss man jetzt nicht noch mehr unter Wasser stellen oder so. So, ich hoffe, dass das jetzt gut ist. Ansonsten habe ich ja noch genug davon. Ich kann mir ja dann nochmal was reinmachen, wenn das nicht ganz perfekt geworden ist dann mit der Farbe, wenn ich da nicht mit zufrieden bin. Ne? Also wünsche ich dir erstmal, ja, bis später. Komm nachher wieder. Ciao. Jetzt ist es, hallo erstmal nochmal. Jetzt ist es ja ein bisschen dunkel hier in meinem Zimmerchen. Und ein Unterschied der Haarfarbe sieht man eher eigentlich gar nicht, oder? So. Es ist etwas roter, glaube ich, ja. Oder ist es auf jeden Fall oben. Da habe ich es, glaube ich, nicht so wirklich geschafft. Das ist eher... Aber ich meine, die grauen Haare sind jetzt rot geworden. Und das andere bleibt braun. Wie auch immer, ich habe ja gesagt, ich bin einfach keine Farbfärbe-Expertin. Egal, welche Haarfarbe ich mir mal selber immer reingemacht habe in meine Haaren. In den letzten Jahren. Es ist irgendwie immer anders gelaufen, als man so sich denkt. Aber kein Problem, ich finde es eigentlich schön. Also ich meine, so ein zweifarbig, jetzt nicht mehr dreifarbig, sondern zweifarbig. Und mal sehen, wie es dann demnächst in der Sonne aussieht. Hab's ja jetzt hier abends gemacht und ein bisschen noch ziehen lassen, wie auch immer, wirken. Und danach war ich mit meinem Hund und jetzt ist es halt dunkel und da scheint keine Sonne mehr, dass man das vielleicht nochmal irgendwie, vielleicht ist es ja auch rot-braun. Naja, wie auch immer, ich habe Spaß dran gehabt, mir eine schöne Moormaske auf den Kopf zu packen. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst euch nur gut gehen. Ciao.